Und da sind wir wieder zur Grundausbildung. Dieser Park geht zugrunde und braucht einen Experten. Mal sehen, ob wir so einen Experten denn auch finden werden. Weil noch sind wir ja keiner. Ich bin auch mal gespannt. Ich werde auch sicher nochmal Planet Coaster, wenn ich die Gelegenheit bekomme, mir mal angucken. Und dann mal einen Vergleich machen, mal gucken, was mir besser gefällt und euch das auch mitteilen. So, Grundausbildungswald. Ah, schau dir das an. Du erkennst es doch auch, oder? Das Potenzial. Viele Leute denken nur ans Scheitern, wenn sie einen heruntergekommenen Park wie diesen sehen. Ich hingegen sehe Chancen. Klar, er wirkt nicht gerade glamourös, aber du hast das Zeug dazu, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Auch gut, immer dieses Gehen Sie. In diesem Park herrscht das pure Chaos. Wir sollten einige Hausmeister einstellen, um hier aufzuräumen. Einverstanden? Ah, hier. Überall schön. Dreck. Nicht nur dort. Alle Achtung. Also hier würde ich dann auch mich beschweren. So, was haben wir denn? Drei Toiletten bauen. Also drei Service. Ja, drei Toiletten. Drei Techniker im Park. Parkschönheit von 100. Recyclingtonne. Taco-Stand. Ballonkumpel bauen. So. Ja, fangen wir doch mal an. Zeig mir doch mal. Wo ist der Hausmeisterstand? Da ist er. Und wir stellen drei Leute ein. Und wir öffnen ihn. Gehe jetzt zum Reitergebäude und Personal und baue einen Hausmeisterstand. Ja. Sunny, Hausmeister, Animateur. So, wo bauen wir den hin? Am besten direkt dazu. Nummer 3. Henry W., Bobakar N. und Loretta P. So, dann noch einmal im eigenen Interesse. Musste ich einmal niesen. So, jetzt aber. Wenn hier schon ein Weg ist. Kann man das nicht einfach upgraden? So. Es gibt keine Mülleimer für die Besucher, in die sie ihren Abfall werfen können. Wir sollten welche für sie aufstellen. Wähle einen Mülleimer aus der Wegdekoration. Ich glaube, dass man davon auch nicht genug haben kann. Zumal für 12 Dollar eines auch nicht umbringt. Meine Güte, es scheint manche Besucher müssen auf die Toilette. So, wo haben wir es denn? Parkservice? Eine kleine Toilette. Wir sind so ein Arschloch. 50 Cent. Aber weil wir wissen, wir müssen drei Stück davon haben. Okay, der Park ist jetzt nicht so groß. Machen wir überall 50 Cent und schlechtester Ort ist hier hinten für eine Toilette. Also für jemanden, der muss. So, jetzt da die sanitäre Situation zufriedenstellend ist, müssen wir deine Attraktion reparieren. Baue einen Mechanikerstand in deinen Park. Optional entscheide, wie viele Mechaniker du einstellen möchtest und dann eröffne ihn. Thank you.
So, wir stellen 3 ein und öffnen ihn. Manchmal müssen sich deine Angestellten besser konzentrieren. Mechanikerstadt. Patrouillenzone. Ah. Um schnell zu finden ihre Mechaniker in der Informationstafel, Registerkarte, an den Mitarbeiter gehen und klicken Sie auf die Fokustaste. Okay. Ich nehme dich. So. Unser Park ist jetzt tipptopp. Aber haben unsere Besucher auch alles, was sie brauchen? Finde es heraus. Grundbedürfnisse. Naja, tipptopp und tipptopp. Also klar, ja, die haben hier, Hausmeister haben hier echt viel zu tun. Aber die sind ja relativ flott. Wähle einen Besucher aus. Ich habe Hunger. Ich finde keinen Laden, in dem ich etwas zu essen kaufen kann. Sechsmal, ich habe Hunger. So, erstmal müssen wir noch was für die Umwelt tun. Dort stehen welche. So, wie war das jetzt? Okay, ich kann die gar nicht drehen. Doch. Naja, jetzt ist es zu spät. Wie viel bauen wir davon? Was meint ihr? Eine noch? So, vielleicht hier nochmal. Falls hier mal. Okay, der geht nicht. Aber so. Jetzt können unsere Mechaniker auch mal den direkten Weg gehen. So, jetzt kümmern wir uns um die Deko und um einfach Metallbank. Ah, wir nehmen die richtigen. Hier soll es den Leuten an nichts fehlen. 1, 2. 1, 2. So. Das ist ja echt. Nee. FX Generator Ballons. Das müssen wir uns einfach geben. Und dann gibt's jetzt das Essen. So, was haben wir denn? Durst AD, Burgerladen, Sushi-Laden, Salatladen, Bolognese, also italienisch, mexikanisch, Süßspeisen, Restaurant mit gehobener Küche. So, ich würde sagen, hier gibt es was zu trinken. Da gibt es dann den Stereo. Typischen Burger. Beides öffnen wir. Qualität ist natürlich hoch. Weil wir wollen ja auch. Sammelsammy, spezieller Spielzeugsammler. Beeinflusser kommt. Ankunft. Am 26. Juli abgefahren. In ein paar Wochen werde ich Ed Grundausbildungswald besuchen. Ich freue mich schon auf die Kinder-Souvenirs, die es da gibt.
Hashtag große Junge, Hashtag Shoppingwaren, Hashtag Souvenirhaufen. Wenn dein Park dem Einflusser gefällt, wird er die Kunde unter seinen Followern verbreiten. Dadurch wird dein Park berühmter und zieht mehr Besucher an. Der Beeinflusser at Collecting Kyle kommt. Stell sicher, dass der Park auf ihn vorbereitet ist. Wenn er glücklich nach Hause geht, wird die Bekanntheit deines Parks steigen und es werden noch mehr Besucher kommen. Schließe das Bekanntheitsergebnis ab. So, wir brauchen also Souvenir für Kinder. Finger. Kleine. So, wir können uns ja auch nicht entscheiden. Restore Balance. Und ich bin pleite. Unglaublich. So, könnte der Herr auch mal dorthin gehen. Ja, ist wirklich günstig. Deswegen müssen wir hier auch den Preis mal erhöhen. Anders kommen wir nicht dazu. So, wann kommt er denn? Ist er schon da? Nee, noch ist er nicht da. Und derzeit könnten wir dann nochmal gucken, wie teuer denn die... Wie teuer war das überhaupt jetzt, was ich da... Okay, das geht ja. 12. Bin ich pleite? Oh, ich bin im Minus. Ups. Dann stellen wir da doch mal ein bisschen runter. Weil das kostet jetzt ja auch... Ui. Ganz schön viel. Reduzieren wir das mal auf ein. Was ist hier sein Thema? Das ist den Leuten echt alles zu günstig. Na gut, weil hohe Qualität... Mit da 8,50 draus. Und 8 Euro für ein Getränk. Souvenir. 4,50. Um die Leute anzuziehen. Allgemeine Musik. Und ich mache sogar eine Achterbahn. Dass es den Leuten war, oder war, was heißt den Leuten? Wieso war der denn zu? Ja, es ist nicht intensiv genug. Es ist aber auch nur ein Riesenrad. Dafür bezahle ich nicht so viel, es kostet nur 1,50. Oh oh. Es geht nur bergab. Finanzen. Motivstatistik. Gewinn und Verlust. Denn Betriebskosten, Attraktion, Parkservice. Ah, und die putzen. Die sind das Problem. Das schließen wir doch jetzt mal. Brauchen ja jetzt nicht. Oh, die Verlängerung, die ist aufsteigen. Ist das nicht cool? Haben die echt gut hinbekommen. Da bleibt es bei 3 Angestellten.
insgesamt beseitigt. Was hatten die beseitigt? Hat Urin 231, 16 Erbrochenes und 7 Toiletten gesäubert. Das ist jetzt gerade schwer zu sagen, was da jetzt besser oder wer jetzt erfolgreicher war. Letzten Endes ist ja auch egal. Aber wieso mache ich denn immer noch keinen Gewinn? Was ist hier das Problem? Ich habe Hunger. Guck mal, ich zeig dir was. Jetzt bist du erstmal auf die Fresse gefallen. Und dann interessiert es dich nicht. Da die ja anscheinend sehr hartnäckig sind. Ich mich aber echt frage, warum wird es eigentlich immer weniger Parkeinkommen? Die Maus wird genutzt. Der Rest wird sowas von gar nicht genutzt. Das ist ja traurig. Was im Allgemeinen? Schafft Hunger. Manche sind vielleicht die Fahrten zu lang. Komm, wir spielen auch hier noch allgemeine Musik ab. Halb voll reicht. Oder bitte. Im Einflusserbeitrag gepriesen. Es hat sich gelohnt. Ich habe ein tolles neues Hashtag-Souvenir ergattert. Danke, Edgar und Ausbildungswahrheit. Jetzt hat sie unser Ruf versetzt. Das ist Stufe 2. Missionserfolg. Nein, wir spielen weiter. Wir haben noch. Haben wir es jetzt eigentlich halb? Ja. So, wieder auf Play. Wir brauchen ein Taco Taco und noch ein paar Recycling-Tonnen. Ich baue erst den Taco Taco, wenn ich das Geld habe. Gibt es eine neue Attraktion? Auch nur die beiden. Schade. Kann man sich nicht einen Kredit nehmen? Darlehen? Ah, schade. Ein Parkwert von 10.000 habe ich. Schade, dass das jetzt hier einfach nicht freigeschaltet. Wo ist aber jetzt eigentlich unser Mechaniker? Freies Erkunden, warte auf Anweisung. Wär's mal mit. Wo ist hier denn der Ausgang? Geht ein Weg. Will sie das hier nicht reparieren? Das hier läuft nicht. Wo ist sie denn jetzt hin? Zone 1 können wir löschen. Aber wo die jetzt ist, würde mich schon interessieren. Ernsthaft? Was ist sie denn da schon wieder? So, jetzt setze ich das einfach mal so ein. Gucken wir, ob sie jetzt gleich hinläuft oder nicht. Das geht ja so nicht. Gedanken. Der Chef. Erstaunlich preiswert. 8,50.
Es geht ja auch nicht, dass jetzt hier unsere halbe Parkeinrichtung quasi nicht läuft. Hier ist den Leuten das einfach zu teuer. Ausnahmsweise 4,50. Und wir fahren auch mal wieder mit. Oh, spannend. Ah, fahren wir von hinten. Alter. Ich würde da sowas von reiern. Man kann sich doch nicht die ganze Zeit drehen. Was eine Quälerei. Und immer in die gleiche Richtung. Oh mein Gott, das ist ja wie eine Zentrifuge. Danach können sie dann ins Weltall. Oh ne, jetzt drehe ich immer andersrum, oder bilde ich mir das mittlerweile schon ein? Ja, eine Attraktion, in der ich nicht mitfahren würde. Oh, die drehen wirklich andersrum. Das ist ja echt schlimm. Ich glaube, die sind genauso froh wie ich, dass man da jetzt wieder rauskommt. Auch schön drehend dort ankommen. So, wer von euch kotzt jetzt? Okay, er hat einen starken Magen. In das Essen. Okay. Oh, es gibt hier eine kleine Schlange. Haben wir jetzt schon mal 713 Dollar haben wir nur. Das wird hier einfach nicht repariert. Betrieb und Wartung zuverlässig. Was kann ich denn nehmen? Vielleicht ist einer doch etwas wenig. Machen wir mal zwei draus. Warten auf Anweisung. Kannst du haben. Oh. Na, nicht ganz. Oder ist das Teil einfach verbuggt? Wie kann er da denn auf Anweisungen warten? Ach, geht doch. Ist jemand bei. Sehr gut. So, wir machen mal die Zeit etwas schneller. Dann sieht das hier auch viel lustiger aus. Boah. Dem Tempo. Wie sieht es hier finanziell aus? Gesamtgewinn. Gewinn. Verstehe auch nicht. Laufende Kosten, Einkommen stündlich, Gewinn stündlich. Ja, die sind halt nur auch nur 8 Euro teuer. Das hier rentiert sich, glaube ich, nicht so doll. Geht das wieder? Sehr gut.
Das Karussellmusik passt hier auch. Wir sind mal so freundlich und sagen, ach, und Anzahl kann ich gar nicht hochtun. Beliebige Anzahl. Wartung. Alle 30 Minuten. 87% Zuverlässigkeit. Hier haben wir nur 50. Ich mache mal lieber die 10 Minuten Nummer. So, wie lange dauert das denn bitte, bis wir unser Cash zusammen haben? Verdienen ja auch irgendwie null. Aktuell, letzten Monat hatten wir 380 Gewinn. Das ist natürlich mau. Familien-Fiona. Und ich liebe Familienattraktionen. Hört mal her, Kinder, vom 9. November bis 8. Januar mache ich Urlaub bei euch. Hoffentlich gibt es da tolle Attraktionen für meine Familie. Zweimal eine flache Familienattraktion bauen. Erfahren. Soll ich das denn jetzt noch finanziell wuppen? Kriegst du ja noch nicht mal hin mit dem Taco-Stand. Ja, was baut man, macht man denn? Baut man jetzt lieber das oder baut man lieber den Taco-Stand? Ich weiß es nicht. Das werden wir, glaube ich, echt mal in der nächsten Folge sehen. Die Folge ist jetzt ja auch schon wieder ultra lang. Aber das Geld einfach nicht reinkommt. Macht's gut und in der nächsten Folge werden wir hier mal weitermachen. Und ich denke mal, da kommen wir dann auch zum Abschluss. Bis dahin. Tschüss.